Seid gegrüßt, meine lieben Abonnenten und Gäste auf meinem Kanal. Momentan habe ich richtig Bock, immer auf Videos zu drehen und auch mittlerweile ein bisschen mehr Zeit. Heute habe ich vor, mit euch zu zeigen, wie man Gästelatschen selber näht. Und zwar könnte man die eben in so einen großen Gästeschlappen drinstecken, wenn man Besuch bekommt. Wir brauchen dazu, oder besser gesagt, ich benutze dazu, ich habe mir so eine Auslegware gekauft, die ist nicht so arg dick. Da nehme ich auch, jetzt sieht man es glaube ich ganz gut, und wenn nicht, kann ich euch ja ein bisschen weiter rannehmen. Und die benutze ich doppelt als Sohle. Und solltet ihr nicht wissen, ja toll, wie soll ich meinen Schlappen machen? Sucht euch einen Schlappen aus. Zum Beispiel, ich trage ja in der Regel eine 41, 42 und manchmal eine 43, was auch sehr gewöhnlich ist für eine Frau schon. Ich bin ja auch relativ groß und da malt ihr euch auf eine Pappe eine Schablone erstmal von dem Fuß. Ne? Und da habe ich rangeschrieben, immer links und immer rechts. Und da muss man ganz genau aufpassen halt. Ne? Und das obere Teil, liebe Grüße aus Amazon hier, von Amazon, habe ich mir jetzt ausgemessen auf diesen Schlappen, den ich, wo ich mir die Sohle abgemalt habe. Ihr könntet aber auch, und ich muss mich beeilen, weil ich muss ja wieder viel schneiden, ihr könntet aber auch einen alten Schlappen auseinandernehmen, den ihr so und so entsorgen wollt, und macht euch dann eine Schablone und legt euch die gut weg und schreibt euch die Größe ran und dann habt ihr immer die Größe da. So. Die Sohlen übertrage ich jetzt viermal, zweimal links, zweimal rechts und ich lege mal los. Die schneide ich jetzt aus. Die oberen Teil habe ich mir jetzt auch einmal links, einmal rechts angezeichnet und habe auch links und rechts gleich angeschrieben. Davon brauchen wir bloß jeweils eine, weil ich beziehe die noch mit anderen Stoff. Und dann wird jetzt alles nochmal ausgeschnitten, ne? Die Sohlen und obere Teile. So, hier habe ich jetzt meinen rechten Fuß und die rechte Kappe. Alleine wenn man schon so ranhält, sieht man, dass es passen wird. Wenn ich den tausche, habe ich ja den hier, die linke Seite, habe ich das Gummi außen, wofür ich mich jetzt auch entscheiden werde. Genau, weil ich, das ist ja die gummierte Seite von der Auslegware. Und dieses Teil werden wir noch verschönern. Jetzt kommt die Nähmaschine zum Einsatz. Und zwar zeichne ich mir an, wie weit ungefähr meine Kappe geht. Also angelegt, ein bisschen rein in den Schuh, mache ich mir hier ein Zeichen. Und das hat einen Grund, weil ich hier normal den Schuh zunähen werde und ab hier nehme ich einen Zierstich, damit es auch schöner aussieht.
jetzt seht ihr, warum ich, also hier habe ich die normale Naht gemacht. Alles, was so leicht noch übersteht, schneidet man eh mit der Schere noch weg. Und hier habe ich so eine Sternchenform gemacht. Und das ist ja das, was man dann halt sieht. Und das wird noch schön ordentlich ausgeschnitten. Und das macht ihr mit dem anderen Schuh auch. Ich habe mir eben überlegt, damit ich nicht so lange Zeit verballer, zeige ich euch erstmal alles an einem Schuh. Weil ob links oder rechts, wird ja beides so gemacht. Ja, jetzt kommt die Nähmaschine erstmal wieder beiseite. Für das obere Teil habe ich mir überlegt, was jetzt denn eigentlich so hier raufkommt, ne? Damit das nachher auch aussieht wie ein Schlappen, habe ich mir überlegt, weil ich denke da schon an einen bestimmten Gast, benutze ich diesen Stoff. Das ist auch so ein Hundeliebhaberin oder Hundeliebhaber. Wer die nimmt, ist egal. Weil ich finde, die Größe, das kann eine 39 tragen, eine 40, eine 41. Ja, das geht auch noch. Also übertrage ich jetzt erstmal mein Muster. Ne? Aha, so soll es sein. Hier muss es drauf, damit man es ja außen dann sieht. So, dann übertrage ich das mal. Und schneide das erstmal wieder aus. So, nun ist es ausgeschnitten, aber damit es nicht ausfranst oder irgendwie in der anderen Art störend ist, dass es, ne, werde ich jetzt nochmal anpassen hier erstmal so. Schön. Werde ich jetzt den Stoff, ich habe mir mal so ein kleines Bügelbrett selbst gebaut. Und da ist mein Bügeleisen. Hier unten im Atelier habe ich gerne so ein kleines Reisebügeleisen. Ja, und da mache ich jetzt Bügelflies drauf. Hier ist die raue Seite. Das kommt jetzt hier rauf. Mein Bügeleisen anstellen auf 2 Punkt nehme ich. Und wenn möglich ein Backpapier drauf. Backpapier zum Schutz fürs Bügeleisen. Und dann bügele ich das jetzt mal auf. Ich weiß ja nicht, muss ich bei solchen Videos jetzt auch hier irgendwie unbezahlte Werbung hinmachen? Weil man ja erkennt, was für ein Bügeleisen ich hier habe. Dann mache ich das eben. Jetzt haftet das hier drauf und das schneide ich jetzt wieder aus. Nun ist ausgeschnitten und jetzt muss ich hinten, ist ein bisschen fummelig, das Papier abziehen. Jetzt haben wir so eine leichte klebrige Angelegenheit hier. So, jetzt wird es ordentlich auf das Gummi. Die Gummiseite gepackt, mit Backpapier abgedeckt und angebügelt. So. Damit das nachher auch schöner aussieht, gehe ich jetzt hier am Rand mit der Nähmaschine wieder mit diesem ja, Sternchenstich mit der Nähmaschine.
jetzt habe ich diesen Zierstich, na jetzt kann man wohl besser erkennen, hier nochmal gemacht. Ich hätte den jetzt anders farblich machen können oder sonstiges, zum Beispiel in Rot oder in Schwarz. Habe ich eben nicht dran gedacht beim Nähen. Erst beim Nähen, aber ist egal. Ja. Und jetzt kommt eigentlich der einfachste Part. Das Anbringen der Kappe. Und zwar nehmt ihr euch dazu, wenn ihr habt, so eine Klammern. Und schnappert das erstmal ran. Ne? Und genau das an den Enden, muss ich euch jetzt mal so zeigen, auch. Da schnappert er euch auch innen ran. Und jetzt seht ihr auch, warum ich die Sterne ab hier erst gemacht habe, weil wenn ich das jetzt hier anlege, sieht man, würde man die Sterne nicht sehen und deswegen habe ich das gemacht. Jetzt habe ich meine Klebepistole schon aufgewärmt und jetzt kommt eigentlich der einfache Part, indem ich einfach das hier oben anklebe mit Klebepistole. Ich weiß, die Amis machen viel mit Klebepistole, was ich eigentlich zum Kotzen finde. Aber in diesem Fall finde ich das toll, weil das ist filzig. Und das ist super, wenn du jetzt die Gummisohle anklebst, könnte das ziemlich schnell reißen. Und das klebe ich jetzt an. Lege ich mir noch ein Papier unter. Und dann geht das los. Jetzt lasst ihr das schön auskühlen und ich koche jetzt erstmal Kaffee für mein Liebling und mich. Diese Schuhe sind jetzt fertig. Ich habe euch ja bei dem rechten habe ich euch ja bei den rechten habe ich euch ja mitgenommen und nun sind sie fertig. Hier unter, wenn man möchte, ich habe noch so ein Pott Latex da, kann man hier ein paar Punkte drauf machen, einmal einziehen lassen, dann nochmal Punkte drüber. Dann rutschen die nicht so, muss man nicht, kann man aber. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Ich mache gleich nochmal einen kleinen Abschnitt, wo ich mit den Schuhen rumpatter. Und ich finde es toll. So freue ich mich aufs nächste Video. Und glaubt mir, es gibt viel, viel Schlimmeres, als mir zuzusehen. Ich grüße euch ganz lieb, egal wo ihr seid. Ciao!